Der Kesselberg in Oberbayern. Jan Zangenfein von der Autobahnpolizei Holzkirchen kontrolliert zwei Motorradfahrer. Dann schauen wir uns das andere Fahrzeug nur kurz an. Wie es da ausschaut, da fehlt mir schon beim ersten der Rückstrahler. Der Rückstrahler fehlt mir. Oh, okay. Oh, ja. Da ist das Heck umgebaut, aber den Rückstrahler, den haben wir irgendwie vergessen, oder? Ja. Ja, genau. Dafür schaut es mit dem Profil besser aus. Für einen Lenker, haben Sie da irgendwas oder ist der eingetragen? Der ist eingetragen. Ich habe da so ein Papier noch. Ein Papier ist gut. Gasweg begrenzt das Eibad, brav. Das ist der Zubehörlenker und das Fahrzeug ist noch gedrosselt. Mit dem Gasweg begrenzt, das heißt, er kann nur ein Drittel von seinem Gasweg ausnutzen. Schlecht ist beim Unfall in der Nacht, dann hast du richtiges Problem. Mit einem Reflektor schreibe ich, dass er mitzeigen über Fahrzeugmengen raus und dann musst du noch jetzt anbauen und dann an uns zurückschicken. Gut, schaust du mal mit mir bitte. Auch wenn ich stürze und ich rutsche in die Wiese raus, nach hinten reflektiert nichts mehr und es war nicht der erste Motorradfahrer, der durch seinen Reflektor in der Wiese abends entdeckt worden ist. Also das erste Mal den Reifen jetzt machen lassen, unverzüglich. Müssen Sie halt einmal ein bisschen googeln, irgendwo ein Reifenhändler in der Nähe, der einen Satz für Sie hat, weil mit dem Reifen nach Hause fahren geht auf jeden Fall nicht gut. Das zweite, das Ganze ist eine Ordnungswidrigkeit nach der Straßenverkehrsordnung. Jetzt sind wir bei 75 Euro, einen Punkt in Flensburg. Steht seiner Freisicht zu den Ganzen zu äußern. Geben Sie den Verkehrsverstoß zu. Ja, klar. Gut. Kriege ich damit schon eine Unterschrift? 75 plus was? Plus Gebühren und Auslagen sind 29 oder 28,50 und dann also sind wir bei knapp. Ja, genau. Dann kriegen Sie einen Brief innerhalb von 3 Wochen, sowas, sagen wir mal. Alles klar. Gut, und wie gesagt, mit dem Reifen vorsichtig fahren. Der zweite Fahrer muss für den fehlenden Rückstrahler eine Strafe von 15 Euro bezahlen. Wenn er angebaut ist, fährst du zu einer Polizeidienststelle vor, egal wo in Berlin, zeigst das vor, die bestätigen das und dann tust du das bestätigte Briefumschlag und an diese Adresse schicken, damit ich Kenntnis davon habe, dass du dein Fahrzeug wieder in ordnungsgemäßen Zustand geschickt hast. Wenn ich das nicht zurückbekomme, muss ich jemand an die Zulassungsstelle schreiben, aber du wirst das ja an mich schicken. Dein Quittungsbeleg. Wünsche ich euch noch eine schöne Weiterfahrt, schöne Unterkunftssuche und sitzen bleiben auf dem Moped. Gell? Danke, ciao. Servus. Also übernachten wollten sie sowieso in der Gegend, also von dem her haben sie keine zusätzlichen Kosten und irgendwann wäre der Reifen auch fällig gewesen, ob er jetzt in Berlin oder hier in Bayern einen Reifen kauft. So unterstützt du die bayerische Wirtschaft noch ein bisschen mit einem neuen Satzreifen. Als nächstes kontrollieren die Verkehrspolizisten einen jungen Fahrer. Hallo. Servus. Polizeiverkehrskontrolle. Den Führerschein. Du erstmal auf die Seite oder so? Ja, komm darüber mit dem Schatten. Ne? Den Führerschein und Fahrzeugschein hätte ich dann gern gesehen. Und alle ABEs, die du hast. Das ist bei diesen klassischen Supermotorrädern. Hat sich so der Trend entwickelt, dass man ganz gern die Spiegel nach innen versetzt, damit es einfach ein bisschen lässiger ausschaut. Wenn man runterschaut, sieht man eigentlich meistens nur seinen eigenen Körper. Es gibt eine Vorschrift, die ist hinterlegt in der sogenannten Richtlinie 97/24 EG. Da gibt es eine Anbauvorschrift für Spiegel, die besagt, es ist entlang der Fahrzeuglängsachse nach rechts und links mindestens 28 cm in jede Seite bis zur Spiegelmitte der Abstand sein muss. Ja. Wir haben hier Spiegelmitte zu Spiegelmitte, sagen wir ungefähr bei 43 cm. Damit stehen die einfach zu nah. Ja. Du musst da weiter nach außen versetzen, die Spiegel. Ja. Und was eben auch noch, was man nachmessen muss, hier hinten, ist gerade auf Mindestmaß. Die hinteren Blinker haben einen Mindestabstand von 18 cm vorgeschrieben. Den hat er jetzt hier so auf einen Millimeter genau. Das ist für Aufruf. Auspuff? Ja. Na, bei mir ist es jetzt ein bisschen zum Anwenden im Führerschein. Ja. Der wird bei der Zulassungsstelle gemacht. Da brauchen wir einen Ausweis wahrscheinlich. Ja, genau. Vorläufiger Nachweis der Fahrerlaubnisberechtigung. Nimmst du den bitte raus? Darf ich du sagen? Ja, gerne. Okay, ja, okay. Hast,
ABE für die Bremshebel dabei? Nein, die haben aber eine. Ja, die haben eine KBA-Nummer. KBA-Nummer heißt, das ist nach nationalem deutschen Recht homologiert. Da ist eine Mitführpflicht der ABE gegeben. Ja, im Gegensatz zu einem Teil, das ein E-Prüfzeichen hat, das nach Europarecht homologiert ist. Da reicht das E-Prüfzeichen auf dem jeweiligen Teil. Ja. Sportauspuff zum Beispiel hat E-Prüfzeichen. Ja. Aber sowas wie Bremshebel, Fußrasten, Austauschfußrasten, sind die. Ja, da habe ich den Fehler nicht eingebaut. Und warum? Weil die zum Spannen fahren auf den. Naja, dafür gibt es aber Werkstätten. Ja. Aber es ist Teil der Fußraste, die musst du reinbauen. Echt? Ja, ja. Darf ich den Helm kurz aufziehen? Ja, ja, mach nur. Er hat Bremshebel, die sind gekennzeichnet mit einer KBA-Nummer. Das heißt, die Bremshebel sind grundsätzlich geprüft. Nur kann ich jetzt nicht nachweisen, oder kann er mir nicht nachweisen anhand der ABE, den sogenannten Verwendungsbereich. Das heißt, für welches Fahrzeug dieser Hebel, dieser geprüfte Hebel, verwendet werden darf. Ob dieser Hebel zu diesem Fahrzeug passt. Ja. Deswegen besteht hier eine Mitführpflicht. Eben. Also ich wusste, dass es eine ABE-Nummer gibt, aber ich dachte, wenn die drin steht, dass das so passt. Du hast zum Beispiel, schau mal her, du hast deinen Leo Vinci. Der ist nach europäischem Recht geprüft. Der hat eine E-Prüfnummer. Ja. Okay. Da brauchst du nicht mehr mitführen. Da bin ich eher in der Bredouille, dass ich eventuell im Internet recherchieren muss oder sonst dergleichen, ob dieses Teil auch tatsächlich zu dem Fahrzeug passt. Ja? Okay, aber der ja? Während jetzt bei dem Bremshebel, das nach nationalem Recht geprüft worden ist, durch die Mitführpflicht du mir sagen musst, dass dieses Teil zu dem Fahrzeug auch passt. Okay, ja? Okay? Ja. Du kriegst jetzt von mir zum einen eine Mitteilung über Fahrzeugmängel, dass die Spiegel ordnungsgemäß nach außen versetzt werden. Ja? Okay. Also am besten einfach über den Originalspiegel hin. Ja, ja, dann siehst du einfach auch den Verkehr. Gerade dieses Eng und nach unten, du nimmst den Blick von einer eigentlichen Fahrtrichtung, nämlich nach vorne weg. Ja? Okay. Ja? Dass du die ABE vorführst und dass du deine Fußrasten, die Feder mit einspannst. Okay, ja? Gut. Generell müssen sie klappbar sein, wenn ich Schräglage fahre. Und ich würde jetzt Bodenkontakt haben von der Schräglage her, während ich starr und während das erste Teil, was den Teer trifft, würde ich aufsetzen und das Fahrzeug würde einfach wegrutschen. Ne? Du bist Schüler, Lehrling? Lehrling, genau. Ja. Lehrling, okay. Das Ganze kostet normalerweise 15 Euro, machen wir gebührenfrei. Okay, vielen Dank. Und ich hoffe, du lernst ein bisschen draus. Ja, auf jeden Fall. Also okay. Das mit der Bremsung, das wusste ich dann. Also, Habe ich dir jetzt auch erklärt soweit? Genau. Ja? Das okay. Über so als das. Gut. Ich notiere mir das schnell, gell? Ja. Wir haben da auch die Möglichkeit, von einem Verwarnungsgeld abzusehen, das mündlich zu machen. Er ist noch jung, ist noch in Ausbildung, da ist das Geld nicht so flüssig. Mir ist wichtig, dass er ein bisschen was daraus lernt und daraus seine Konsequenzen zieht. Und dann kann man das auch mal ganz einfach mit einer mündlichen Verwarnung bleiben lassen. Zum 14.08. bitte bei der Polizei vorsprechen. Ja. Wie gesagt, die Fußrasten, die Federn einsetzen, Rückspiegel in Ordnung bringen und die ABE für die Bremshebel mitführen. Okay, ja. Das kann ich bei mir auch in Rosenheim. Ja, ja, selbstverständlich. Okay. Bei jeder Polizeidienststelle. Okay, ja, perfekt. Danke. Gut, dann wünsche ich noch eine schöne Weiterfahrt. Dankeschön. Mach's gut. Danke für den. Der junge Fahrer muss zu Hause umrüsten. Jan Zangenfeind und Roman Gold kontrollieren noch den ganzen Tag die Motorradfahrer am Kesselberg. Bei einer Großkontrolle erwischen Markus Veit und seine Kollegen von der Polizei Barnim einen Fahrer, der Veränderungen an seinem Motorrad vorgenommen hat. Guten Tag, die Polizeiinspektion Barnim Veit. Wir führen eine Verkehrskontrolle durch, dazu bekomme ich von dem Führerschein Fahrzeugschein. Die Fußrastenanlage, wie sieht es damit aus? Ja, eine gute Frage. Aber die ist ja auch nicht eingetragen, da bräuchte ich irgendwas dazu. Kennzeichen Winkel müssen wir gleich mal schauen. Ja, da hätte die. Aber ansonsten passt das. Ja, die sagt etwa nur der Ding. Die Fußrastenanlage hat keine KBA-Nummer, oder? Die Fußrastenanlage? Mhm.
Ja, kann sein. Also, ich fahre schon so lange, schon 10 Jahre in meinem Besitz und 10 Jahre ist sie dran. Immer fahre ich zum TÜV. Ihr habt noch nie Probleme. Ne? Das kann ich nur dazu sagen. Der TÜV, so haben wir die Erfahrung gemacht, konzentriert sich halt wirklich auf die Fahrtauglichkeit bzw. dass das Fahrzeug auch in einem technisch einwandfreien Zustand ist. Aber manche Sachen werden auch übersehen, ja. Das ist nicht gut. Das ist das Nächste. Also wir haben die Fußrastenanlage, wir haben die Bremsanlage. Die Spiegel kommen als Nächstes, sie sind zu klein. Die brauche ich noch nicht mal ausmessen. Da habe ich eine schöne Schablone dafür. Das wird eine große Baustelle hier. Genau. Die Mindestgröße für nicht runde Spiegel liegt bei 78 mm. Ja, da sind wir weit runter. Ja. Also mein roter Kreis müsste komplett abgedeckt werden. Für den Zubehörlenker machen wir da weiter. Haben Sie da irgendwas dabei? Der steht drin. LSL ist eigentlich alles Zubehör. Naja, aber zugelassen ist. Ja, na, wenn sie mir was zeigen, dass sie zugelassen ist, dann läuft das ja. Irgendwo eine KBA-Nummer. Okay. Sie merken, ich bin auf KBA-Suche. Okay. Aber da sehe ich nichts. Gut. Bin hier unten genauso wie vorne. Ne? Alle Spitzensachen. Auch wenn die Spitze vorne leicht abgerundet ist, ja, ist auch nicht. Nicht aus, nee, das ist auch nicht zulässig. Ne? Also so wie der Kollege hier, ja, das ist in Ordnung, ja. Genauso wie da, aber ihre Spitzen. Spitz. Also hier haben wir eine größere Baustelle jetzt. Ach, ne? Okay. Genau so ist es. Was haben Sie für einen Auspuff unten drunter? Haben Sie da was geändert? Haben Sie denn da irgendwas für mich? Da habe ich irgendwas. Da haben Sie ohne. Nee. Sie haben ja. Jetzt wirklich ein, Sie haben so schöne Sachen eintragen lassen. Ich merke schon, ja. Ja, wir können auch direkt mit dem Herrn von der DEKRA sprechen, der ist auch da. Hier sieht man ja, ist auch viel Arbeit im Detail gemacht worden, ja, der komplette Heckumbau. Ja, was soll ich sagen? Also, auch wenn es gut aussieht, bedeutet das nicht immer, dass es erlaubt ist. Ja. Also. Ja, vorab erstmal. Sie sind betroffene Ordnungswidrigkeit, Sie können sich dazu äußern, müssen aber nicht. Ja, was wir hier definitiv haben, ist Erlöschen der Betriebserlaubnis. Okay. Ja, so oder so. Okay. Also die Betriebserlaubnis wäre über die Spiegel erloschen, die wäre über ihre Kupplungsbremshebel erloschen. Da unten wäre sie über den, höchstwahrscheinlich über den Auspuff, je nachdem, ob Sie da jetzt was nachweisen können oder nicht. Sowohl dann auch noch über Ihre Fußrastenanlage. Ja, kann ich stehen lassen. Ja. Also die Fahrt ist definitiv jetzt erstmal vorbei. Das hört sich nicht gut an. Nee. Was sagt der Herr von der DEKRA? Würde ich so bis hier erstmal zustimmen. Ja, und wie gesagt, das hier, das ist natürlich. Also, das ist eine Gefährdung. Genau. Also man wird sich nicht streiten können über. Also, wir reden nicht über Verkehrsgefährdung, aber sicherlich eine Gefährdungslage. Also, Fußrasten weiß ich nicht. Nee. Ja, die Kennzeichen Winkel, die überschreiten, oder ist zumindest dran. Nee. Das Kennzeichen ist auch schon mal aufgesetzt, ne? Hier in diesem Bereich. Ja, weil es wahrscheinlich mal tiefer stand, wa? Ja. Genau. Ja, ja, Schalldämpfer nichts gefunden. Wissen wir dafür, ne? Er hat auch nichts, leider gar nichts dabei. Ja, die andere Sache ist, wir hatten ja Thema schon, dass die durchaus bekannt ist, dass die ja die Abgase lenken, aber die gehen natürlich hier aufs Rad. Richtig, genau. Also heiße Abgase, die direkt aus dem Motorraum kommen, gehen bei ihnen unmittelbar hinten auf den, linke Hälfte, wenn man sagt, okay, auf ihren Reifen. Ja. Dann wenigstens den ganzen Reifen. Schauen Sie mal, also das beste Beispiel wieder bei dem Herrn da drüben, man sieht, dass die Abgasströme direkt am Reifen vorbeigeleitet werden. Und bei ihnen wird es dann auf den linken Bereich des Hinterrades aufgeführt. Wie geht's denn jetzt weiter? Du lässt es stehen. Genau, also der Motor selbst im Betriebszustand entwickelt natürlich Wärme, hohe Temperaturen.
Und in dem Fall geht es direkt aus dem Motorraum in den Endschalldämpfer und auf den Hintergummi, also auf das Hinterrad, auf den Gummi selbst. Im linken Bereich ist ja natürlich klar, dass umso heißer das Motorrad läuft, umso schneller er fährt, umso länger er fährt, dass da natürlich Temperaturen entwickelt werden. Und dafür ist ja so ein Reif gar nicht ausgelegt. Ja. Und aus Sicherheitsgründen, wir haben ja das Pendant quasi auf der anderen Seite, sollen die Abgasstrahle, der Abgasstrahl als solches abgeleitet werden. Das haben wir hier nicht. Ne? Der trifft direkt auf das Rad und das ist natürlich eine erhebliche Gefährdung. Ja, und hier, ja, also hier sind wirklich viele Baustellen. Ein Extremfall. Markus Veit berät sich mit seinen Kollegen und den Sachverständigen der DEKRA. Also jetzt auch noch mal mit Rücksprache der DEKRA. Ja. Muss ich Ihnen jetzt leider mitteilen, dass Ihr Fahrzeug sichergestellt wird. Okay, sichergestellt. Das wird sichergestellt und von einem Abschlepper zu einem Sicherstellungshof gebracht. Und da wird dann ein Gutachten von Ihrem Grad gemacht. Mhm. Auch das noch? Auch das noch. Weil die Baustelle hier bei Ihrem Motorrad ist einfach zu groß. Okay. Ja, wie schon erklärt, Spiegel, die Hebel, die Fußrastenanlagen. Mhm. Wir haben die Auspuffveränderung. Das sind so viele Baustellen, die auch in die Verkehrssicherheit eingreifen. Ja. Dementsprechend muss ich Ihnen hier jetzt mitteilen, dass das Fahrzeug sichergestellt wird. Ja, toll. Also brauche ich ja nicht mit nach Hause nehmen. Also jetzt auch mit dem Hänger nicht. Nee. Sie bekommen dann ein Sicherstellungsprotokoll über das Fahrzeug. Das wird von einem Polizeiabschlepper geholt, auf den Sicherstellungshof gebracht und dann auch durch einen der Herren von der DEKRA dementsprechend dann auch nochmal überprüft. Da wird ein Gutachten gefertigt, um das dann zu belegen. Ja. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, aber Sie können in keinster Weise irgendwas nachweisen. Es ist nichts abgenommen. Es sind nirgendwo die KBA-Nummern, die erforderlichen Prüfzeichen da. Ja. Ja. Wir bestellen den Abschlepper und Sie bekommen dann gleich die Dokumente davon. Haben Sie dann die Möglichkeit, hier wegzukommen? Mal sehen, muss mal einen Kumpel anrufen. Er wird dann darüber informiert, sobald die Freigabe verfügt ist über das Fahrzeug, dass er das wieder abholen kann. Genau. Ja. Aber Sie nehmen es sportlich. Also. Ja, was soll ich nur machen? Soll ich mit Ihnen ringen? Na, das nicht. Hat geht's weg. Genau. Ja. Okay. Die Begutachtung kann mehrere Wochen dauern. Fahrzeugschlüssel, Zulassungsbescheinigung, die bleiben jetzt am Grad. Okay. Und Sie werden dann umgehend darüber informiert, ja, ja, wenn wir soweit sind. Okay. Schade. Ja. Pech gehabt. Das ging schon über 10 Jahre gut. Ja, also wie wir jetzt sehen, der Abschlepper selbst muss bezahlt werden. Das ist von Abschleppunternehmen zu Abschleppunternehmen unterschiedlich. Anschließend dann noch die Unterstellung des Kratz bei dem Sichersteller selbst. Das Gutachten, was geschrieben wird für den Kratzfahrzeugführer. Also wir bewegen uns im Bereich von 1.000 Euro. Die Polizei Barnim kontrollierte an diesem Tag 400 Motorräder. Dabei stellten die Polizisten mehr als 90 technische Mängel fest und untersagten 15 Mal die Weiterfahrt. Niederfino in Brandenburg. Das Gebiet am östlichen Ende des Oder-Havel-Kanals ist eine beliebte Strecke für Motorradfahrer. Immer wieder kommt es hier zu Unfällen und Beschwerden wegen Lärmbelästigung. Markus Veit und seine Kollegen von der Polizei Barnim führen eine Großkontrolle durch. Guten Tag. Guten Tag. Ja, die Polizeiinspektion Barnim-Veit, wir führen Verkehrskontrollen durch. Ich bekomme von Ihnen Führerschein, Fahrzeugschein, bitte. Jo. Haben Sie irgendwelche technischen Veränderungen vorgenommen? Nö. Sie nicht? Nee. Also wir haben Sie so gekauft, wir haben Sie erst Ja, sehe ich schon.
Zufrieden? Ja, wunderbar. Ich überprüfe gerade den Durchmesser des Spiegels. Das sind auch Anbauspiegel hier in dem Fall. Das ist aber die Spiegelfläche zu klein. Ja. Also sie haben einen runden Spiegel, sollte wenigstens 94 mm sein. Aha. Die ist zu klein. Ja. Also ich kann es Ihnen auch nochmal zeigen. Das ist halt das Problem bei Harley und den Anbauteilen. Ja. Ja. Ich hab's vom Händler so genommen. Ja. Offiziell bedeutet nicht immer, dass es auch regelkonform ist. Ja, Harley Davidson produziert ja nicht nur für Deutschland, sondern weltweit. Und leider haben wir auch in anderen Ländern die Harleys zu fahren und dementsprechend auch Anbauteile, zum Beispiel aus den USA, wo nicht so viel Wert drauf gelegt wird. Andere Richtlinien. Ne? Andere Richtlinien, genau. Bei uns kommt dann die EU-Richtlinie zur Geltung und dementsprechend sind die Spiegel schon mal zu klein. Ja. Für die Stahlflexleitung, haben Sie da was dabei? Alles so wie. Schauen Sie mal, das ist natürlich auch absolut ungünstig. So übernommen wie zerstört. Genau, ja, dass es halt nicht fest ist. Ne? Ich kann es sogar rausziehen. Also ein bisschen Spiel ist ja gut. Zugelassene Stahlflexleitungen, die sind dann auch speziell für das Modell zugelassen. Die sind in Länge, ja, und auch im Durchmesser zugelassen. Die haben dann die sogenannte ABE. Ja, ja. Und in dem Fall ist es dann so, dass wenn die mit der ABE behaftet sind, wenn sie eindrehen, einlenken, dass es nicht zu einer Aufspannung kommt, ja, nicht zu einer Reibung, dass sie nicht gar irgendwie in irgendwelchen Fahrverhalten reisen können. Ja. Dementsprechend gefällt mir das hier nicht so. Ja, ich hab's erst 14 Tage, hab's sogar. Naja, lieber. Vom Händler geholt. In dem Fall, gerade was auch die Spiegel angeht und die Stahlflexleitung, reden wir hier vom Erlöschen der Betriebserlaubnis. Mhm. Ja. Wie wäre denn jetzt der weitere Werdegang? Wo würden Sie jetzt hinfahren? Höchstwahrscheinlich nach Hause. Ja. Haben Sie vor? Weil die Fahrt wäre auch zulässig, dass Sie damit noch nach Hause fahren. Aha. Also ich würde sie jetzt hier nur ungern stehen lassen. Bisher habe ich keine Reibungspunkte gesehen, wo ich jetzt davon ausgehen muss, dass sie hier eine Gefährdung darstellen bzw. sichern. Genau. Stelle ich Ihnen gleich auch noch einen Mängelschein aus. Löschen der Betriebserlaubnis beinhaltet auch ein Verwarngeld von 50 Euro. Spreche ich Ihnen hiermit aus. Sie können das annehmen, ja, können Sie auch direkt hier vor Ort bezahlen. Sie können von mir einen Zahlschein bekommen. Oder Sie sagen, nee, das lassen wir noch mal prüfen, dann gebe ich das weiter an unsere Bußgeldstelle, dann würden Sie da postialisch sich noch mal äußern können. Wie wollen wir es handhaben? Also Sie können auch mit Karte zahlen. Also grundsätzlich muss halt jeder, der ein Kraftfahrzeug führt, sich über den Zustand des Kraftfahrzeuges erstmal informieren und auch über diverse Anbauteile. Leider entbindet das niemanden, auch wenn er das gebraucht kauft, von der Pflicht, sich selbst darüber zu erkundigen, ob das Fahrzeug zugelassen ist, ob die Betriebserlaubnis erteilt ist. Wie machen wir es jetzt? Ja, muss ich überweisen. Ich hab jetzt überweisen, kriegen Sie von mir einen Zahlschein? Ja, ich habe nicht an der Tat, okay. 35 Euro. Ja. Okay, bin ich gleich wieder bei Ihnen. Ja. Sie wohnen auch in der... Die Ordnungswidrigkeit selber ist jetzt das Erlöschen der Betriebserlaubnis. Er hat jetzt Spiegel, die nicht zulässig sind. Und dann auch die Stahlflexleitung, also bei den Motorradfahrern grundsätzlich bekannt. Ja, sieht auch optisch besser aus. Nur halt, wenn keine ABEs dazu vergeben sind, dann ist das nicht zulässig. Ja, und er kann auch dahingehend nichts vorlegen. Und bei den Spiegeln ist es auch eindeutig. Ja. Super. Hallo. Würdest du einen Zahlschein ausdrucken für mich? Erlöschen Betriebserlaubnis? 50. 93.500, oder? Korrekt. In dem Fall. 50? 50. Meine Frau sagt 15, 50. Aber nee, 50. Nee. In dem Fall für Sie 50 Euro. 50 Euro. Aufgrund der erlöschten Betriebserlaubnis. Und für Sie nochmal, wie gesagt, dadurch, dass ich keinerlei Abrieb sehe an den Stahlflexleitungen,
sehe ich hier auch keine Gefährdung. Somit können Sie weiterfahren. Normalerweise ist dann auch die Weiterfahrt zu untersagen. Da gibt ja eigentlich ja, nicht. Genau. Das ist der Grund, warum ich das als mildeste Maßnahme für Sie in Betracht kommen sehe. Ja? Und weil Sie jetzt auf direkten Wege nach Hause fahren, soll das Genüge tun. Ja. Ja? So, hier. Jo. Einmal die Papiere für Sie. Wie angedroht, die 50 Euro. Willst du das machen? Ja. Steht auch nochmal alles drauf, was wir wissen müssen. Ja. Haben Sie 7 Tage Zeit für das Überweisen. Dann bekommen Sie noch von mir eine Mängelkarte. Wie gesagt, die Rückspiegel sind nicht zulässig. Ja. Und die Stahlflexleitung vorn. Ja. Schauen Sie mal, im Zubehörhandel bekommen Sie auch welche mit KBA-Nummer. Ja. Ja, also Zulassung vom Kraftfahrtbundesamt. KBA. KBA, ja. Genau. Ich mache noch 2 Fotos von Ihrem Motorrad, ja, damit wir das beweissicher machen können. Weil Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, dagegen noch mal Widerspruch einzulegen. Ja. Gut. Bekommen Sie einmal das. Ich bin gleich noch bei Ihnen. Gut, damit wäre die Kontrolle beendet. Ja. Wie gesagt, auf direkten Wege nach Hause und dann den Mangel abstimmen. Ja? Mhm. Haben Sie trotzdem noch einen schönen Tag. Jo, danke. Tschüssi. Der Mann hat 14 Tage Zeit, die Mängel zu beheben. Markus Veitz kontrolliert den nächsten Biker. Ja, kann ich den lassen? Ja, also die Fahrt ist definitiv jetzt erstmal vorbei.